Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Drive. Heute John Deere 675R mit einem Machner 14 Kubik Schleppschuh und Bommichverteiler mit knapp 15 Metern. Wir düngen heute Grünroggen. Es ist höchste Eisenbahn, weil er schon ziemlich gewachsen ist, und wir fahren jetzt hier noch Gärsubstrat rein. So, wir klappen jetzt so quasi jetzt mal den Verteiler auseinander, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt von der Breite her richtig stehe. Also wir drücken jetzt hier erst einmal die Sicherheitstaste, klappen dann das Ganze auseinander. Dann drücken wir auf die Automatik. Jetzt fahren wir noch ein kleines bisschen zurück. Also müsste eigentlich von der Breite her ziemlich gut passen. So, ich habe mir jetzt hier auf dem Display schon ziemlich alles eingestellt. 45er E-Zapfenbegrenzung auf 380 Umdrehungen. Wir fahren mit GPS, also wir nehmen jetzt eine neue Spur auf, AB Kontur, da die Fläche kurvig ist. So, jetzt senken wir mit dem Drop-Stop, was war jetzt das? Wo sind Flaschen? Auf Ab-Taster den Verteiler. Der Schieber geht dann automatisch auf hinten. Und jetzt können wir losfahren. Also Geschwindigkeit fahren wir jetzt circa mit 2,5 km/h. Drücken jetzt das Ganze hier auf Start, um den Ding die Fahrbahn aufzunehmen. Und jetzt können wir starten. Wir haben heute einigermaßen schönes Wetter, das müssen wir jetzt ausnutzen. Morgen sagt er schon der Regen, das wird optimal passen. Da kann nämlich das Gärsubstrat noch ein bisschen eingeschwebt werden. Also, ja, wie sagt man da, eingewassert? Das ist immer schwierig, wenn man gewohnt ist, dass man bayerisch redet, da einen hochdeutschen Begriff dafür zu finden auf die Schnelle. Heute wieder unterwegs mit der Phantom, die das Ganze von oben filmt, mit dem Active Track. Also mittlerweile habe ich den Dreh ein bisschen raus, wie man das am besten filmt. Also ich sehe auf alle Fälle, hier geht einiges her.
recht viel gibt es eigentlich hier nicht mehr zum Erklären. Also ich habe jetzt hier auf dem Bildschirm in der Mitte oben, wo normalerweise die Steuergeräte ansässig sind, also wie auf der Hauptseite, habe ich mir halt jetzt eine Kartierungsanzeige hingelegt mit dem Lenksystem. Also die ganzen Kurzfunktionen kann ich jetzt hier bedienen, ohne dass ich auf die Lenksystem-Bedienseite gehen muss. Dann Geschwindigkeit, Drehzahl vom Motor, den Durchschnittsverbrauch interessiert mich immer wieder, Tankstand, AdBlue-Stand. Dann der Getriebemodus ist natürlich vollautomatisch, also benutzerdefiniert rentiert sich jetzt hier nicht. Die Leistungsanzeige, dann die Temperaturen, Außentemperatur, Motor- und Getriebetemperatur und die Anzahl der Heckzapfwellenumdrehungen. Unten die Bedienleiste, die ist bei uns allen, also bei allen Schleppern, die wir am Betrieb haben, identisch. Also ich habe das hier was angestellt, dass wir halt hier die Zapfwellen vorwählen können und dann die Kurzwahl-Menütasten. So, das Fass ist jetzt eh gleich leer. Jetzt machen wir mal die Zapfwelle aus. Jetzt lassen wir den Verteiler noch ein bisschen auslaufen. Jetzt fahren wir halt kurz die Strecke noch ab vom GPS, weil da muss ich nachher keine neue Spur ziehen, die von der Breite einigermaßen her passt, weil die Hälfte vom Feld habe ich auch schon gefahren. Wenn ich jetzt die Aufzeichnung unterbreche, gehen die Linien gerade weiter, aber dadurch, dass wir jetzt hier eigentlich eine ziemlich geschwungene Linie haben, mache ich das lieber so. Also bis hierhin bin ich ja schon gefahren, sieht man jetzt hier auch an den blauen Stellen. Das heißt, ich kann jetzt hier an dem Punkt die Aufzeichnung beenden. So, und jetzt fahren wir wieder zur Anlage und befüllen das Fass wieder. Jetzt klappen wir den Verteiler wieder ein, indem wir hier die Sicherheitstaste einmal kurz drücken. Zunächst einmal müssen wir dann den Drop-Stop aufklappen. Also einmal drücken, dann fährt der Verteiler wieder hoch. Dann drücken wir nochmal die Sicherheitstaste und klappen den Verteiler ein. So, jetzt sind wir transportbereit. Ich mache eine Scheibe wieder zu, dass kein Staub reinkommt. Und wir fahren zurück zur Anlage. Bip, bip, boop, boop.
Piep, GPS piept. Ja, hier am Hang habe ich heute Morgen schon gefahren. Und hier hatten wir ein ziemlich großes Problem auf der rechten Seite, wie man hier sieht. Ja, da hat es nämlich mit dem ganzen Starkregen den Humus, ja, wie sagt man, abgetragen durch den Regen. So. Jetzt wird dann die Batterie leer. Also wir wiegen jetzt hier ein. 201 Eingangswirkung okay und jetzt fahren wir zum Befüllen. So. Ob das so passt. Ja, da sind wir zu weit weg, müssen wir noch ein bisschen weiter rüber. So. Zapfhellenverbindung an, Zapfhelle auf 1000, dann können wir nämlich in Standgas befüllen. So. Schlauch dran. Zumachen, dann machen wir die Entlüftung zu. Den schalten wir jetzt auf an, machen den Schieber auf, schalten die Zapfhelle ein, dafür einfach kurz drauf bleiben, bis das Geblinke aufhört. Und dann müssen wir nämlich hier noch die Fernsteuerung aufmachen. Also hier Schiebe extern auf, dann leuchtet hier die LED. So, und das Fass kann gefüllt werden. Ja, das dauert jetzt ein paar Minuten, 6-7 Minuten, also das ist eigentlich, glaube ich, 5 Kubikmeter pro Minute. 4 Kubikmeter, ich weiß gar nicht. Ausschauen schon wieder wie Hölle, aber ja, das ist halt im Feld drin blöd. Da ist einfach momentan noch ziemlich viel Dreck. Ja, recht herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut mal wieder vorbei, wenn wieder ein neues Video von mir kommt. Außerdem schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Kann ich mir mit unterstrichen. Also, der Kanal-Info dazu ist in der Videobeschreibung unten drin und auch auf meiner Facebook-Seite. Natürlich auch auf der Seite von Ronno und dem Augustin. Genau, ja, wer geht's auch nicht zum Song? Ich wechsle jetzt fleißig weiter. Ich schaue noch ein paar Videos von mir, gell? Also, stay tuned, bis zum nächsten Mal. Servus, Tiersteich.